Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, The Last Survivor. Ich bin auf dem Rückweg vom Händler und konnte doch einiges verkaufen, nicht alles, aber das, was ich will, nämlich Kaliber, hat der gute Mann, hoppala, immer noch nicht oder hat er nicht. Ich hoffe vielleicht beim nächsten Mal, also wir werden die Tage immer wieder mal hinfahren, um einfach die restlichen Sachen zu verkloppen. Vielleicht täglich mal einen kurzen Ausflug dorthin. Ist ja jetzt nicht allzu weit. Und dann schauen wir weiter. So, ich fahre jetzt zurück. Werde den Rest dann noch verstauen. Vor allem hier an den kleinen Steinchen jetzt hängen geblieben. Und dann geht's vorher noch schnell daran, ein paar Steinchen zu zerkloppen. Das werde ich gleich noch mitmachen, die Zeit haben wir. Und in der Nacht werde ich anfangen, den Neuaufbau meines kleinen, aber feinen Zuhauses voranzutreiben. So, da endlich mal vorwärts kommen, weil das kann ja nicht sein. Tag 30 und meine Hütte ist immer noch nicht fertig. Also das wird definitiv auch in der nächsten Staffel denn dann auch anders werden. Da werde ich mir noch ein paar andere Kleinigkeiten überlegen. So. Kloppen wir gleich mal noch. So ein bisschen. Vorher zerlegen wir den Kumpel hier. Komm her, mein Freund. Hör auf zu stottern. So, nehmen wir nämlich gleich noch ein bisschen Material mit. So heißt das Ding. Müssen auch mal wieder Tee einsammeln. Weil das ganze Gunpowder und so weiter, wenn wir anstellen, bringt uns überhaupt nichts. Wenn wir logischerweise da auch nicht vorwärts kommen. Ich bin auch schon am überlegen, ob wir demnächst nicht mal nach Perishton fahren. Gibt es einen Pop in Pills oder wir stellen eine Chemistry Station selbst her. Das können wir natürlich auch machen, um da ein bisschen einzusparen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und habe nicht schon eine unten stehen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Weil es schon ein paar Tage her ist, seitdem ich die letzten Aufnahmen gemacht hatte. Also jetzt aktuell ist, glaube ich, die vierte Folge, die ich wieder am Stück aufnehme. Aber dennoch, die letzte Session liegt schon, keine Ahnung, gut 2 Wochen zurück jetzt. Da vergisst man so einiges. Haben in der Zeit viel gestreamt. Hardcore-Event war dazwischen gewesen. Von Azraq. So, naja, da ist doch schon einiges dann weg von diesen Steinchen hier. Vor allem, es rentiert sich auch. Also, weil eben nicht nur Stein, sondern dementsprechend auch Metall und andere Ressourcen. Hier, wir haben ein paar Steinchen gekloppt, haben fast 1000 Stein. 338, was, das ist doch ein Traum, ha? Läuft. Und es gibt noch viele von diesen Steinchen hier in der näheren Umgebung, die alle darauf warten, von uns zerkloppt zu werden. Und diesen Gefallen werden wir diesen Steinchen auch tun. So Stück für Stück. So, mir fällt aber auch ein, ich habe auch kein Holz mehr, ne? Wollen wir hier ein paar Bäume auch noch gleich umschmeißen. Es geht ja Gott sei Dank recht schnell und wir haben noch ein bisschen Zeit. Insofern werden wir die Zeit auch nutzen. Finden wir auch das ein oder andere Nest, so wie hier. Und wir müssen auch, glaube ich, die Bäume mal, wir müssen unbedingt Bäume aussehen. Ich habe Baumsamen ohne Ende, aber ich glaube, ich habe noch gar nichts ausgezählt. Ja.
müssen uns aktuell ja zumindest nicht darum kümmern, nochmal irgendwie was zu reparieren. Das ist ja schon alles erledigt. Das ist auch gut. Das hatte ich direkt nach der Horde noch gemacht, bevor ich wieder in die Aufnahme rein bin. Das war jetzt nicht die Welle, weil ja doch alles ziemlich an einer Stelle kam. Insofern war das überschaubar. Mal nicht zu weit weglaufen, sonst finden wir das Minibike dann wieder nicht mehr. Aber wir haben hier wirklich gut abgegrast, was Bäume betrifft, ehrlich gesagt. Viel ist da nicht mehr übrig. Eine saubere Rodungsaktion. So, da sind nochmal zwei. Die nehmen wir noch mit. Da unten steht das Minibike. Direkt daneben noch ein Bäumchen. Und dann soll es damit erstmal gut sein. Weil da sind noch drei. Ja, die drei können wir dann auch noch mitnehmen. Da war mal ein Stückchen vor. Parken direkt neben dem Nest. Dass sich auch darauf freut, von uns gelootet zu werden. Dann ist alles gut. So. Mal einen kleinen Ausblick vielleicht auf die Alpha 16.2. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist die Folge ja schon in 2017 raus. Wenn ich nicht vollkommen falsch liege, müssten wir heute, ich meine, den 2. Januar haben. Wenn das ein Donnerstag, ach nee, Käse. Der 1. Januar müsste heute sein. Wenn ich richtig liege. Wenn nicht, dann ist halt irgendein anderer Tag. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist Folgendes. Die Alpha 16 soll ja so im Februar ungefähr, also frühestens Mitte Februar, besser gesagt, soll sie ja rauskommen. Vorher nicht. Und dazu kann ich schon mal so weit sagen, wenn die rauskommt, wird es ja einen Neustart geben, also nicht nur hier bei Last Survivor, sondern auch eben bei den Gefährten. Da wird es dann einen neuen Gefährten geben. So ist zumindest der aktuelle Stand und Plan. Und ich werde Last Survivor auf Random Map verlegen. Was ich da auf jeden Fall machen werde, ist, ich werde einen Loot-Respawn etc. komplett ausstellen. Also Loot-Respawn wird es dann nicht mehr geben. Definitiv nicht. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte es einfach etwas schwerer noch haben. Das ist mein Plan. So. Inwiefern wir den dann umsetzen können oder umsetzen werden, das ist, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Essen wir erstmal was. Was wollte ich noch sagen? Ja, also wird auf jeden Fall auf Random Map stattfinden. Einfach um die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Um das Ganze noch ein bisschen zu erschweren. Weil Navis-Gain ist dann doch schon recht klein. Ich habe für den Anfang gedacht, spielst du auf Navis-Gain, kommt vielleicht besser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich selbst getäuscht. Ich war zwischenzeitlich sogar am Überlegen, ob ich nicht einen Neustart mache. Auf Navis-Gain. Nochmal komplett neu. Da habe ich mich dann aber dagegen entschieden, schlussendlich. Wollt ihr mich gerade verarschen? Ist das eine Wanderhorte? Ist da eine scheiß Wanderhorte? Eine Wanderhorte ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so ein paar Kollegen sind da schon. Also einer noch, um genau zu sein. Da bin ich, du Pfeife. Wo willst du denn hin? Flüchten ist zwecklos.
Sag ich doch. So, wo ist der jetzt hin? Ist gleich ganz weg. Auch gut. So. Also. Um jetzt nochmal meine Ausführung zu beenden, was ich eigentlich vorhatte. Also auf jeden Fall Random Map. Das ist sicher. Mir schwirren so ein paar Dinge im Kopf rum. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht so genau, wie und was ich davon umsetzen werde und umsetzen kann. Das ist also gleich mal ganz klar. Das wird sich zeigen. Also deswegen mal einfach mal abwarten. So. Jetzt werden wir erstmal ein paar Flexos. Das ist ein kleiner Ausblick dazu. Alles andere werden wir sehen. So, dann haben wir das hier. Okay. Haben wir noch Concrete Mix eigentlich fertig? Ja, zwei. Ganz toll. So, dass wir da nämlich mal so langsam ein bisschen Ordnung reinbekommen. In irgendeiner Art und Weise. Die packen wir mal mit ein. Weil wenn ich sie nicht mit einpacke, brauche ich sie bestimmt. Ganz bestimmt. So. Ich werde es auch mit Sicherheit anders machen beim nächsten Mal. Nämlich insofern, dass ich als allererstes Ressourcen sammle. Also ich werde nicht gleich anfangen zu bauen und dann wieder aufhören und wieder weiterbauen und sonst irgendwas. Sondern ich werde direkt anfangen in der ersten Woche Ressourcen zu sammeln. Das heißt Steine, Clay, Holz. So schnell wie möglich eine Forge natürlich. Also dass das einfach vonstatten geht, richtig vorwärts geht. Weil ich denke, alles andere macht keinen Sinn. So, das wird sich wieder geben gleich. Ansonsten, ja, ist das der Aufblick da, Ausblick daraus. Was ja noch kommen wird, ist das Community-Event. Da ich das Video jetzt noch nicht aufgenommen habe, kann ich jetzt nicht sagen, ob es schon draußen war. Normalerweise schon. Denn ursprünglich oder geplant ist eigentlich mit dem Start vom 13. Januar. Also wer es noch nicht gesehen hat, der sollte mal auf dem Kanal gucken. Da gibt es ein Video dazu. Ich bin jetzt einfach mal so sicher, dass das dann schon lange raus ist. Bisschen Community zocken, wie das vonstatten geht und so weiter. Das könnt ihr da erfahren. Beziehungsweise ich denke, ich werde es heute noch direkt aufnehmen. Jetzt direkt nach der Folge, weil dann werde ich nämlich diese Session erstmal beenden. So. Ihr seht ja, ich habe da schon ein bisschen gearbeitet. Und jetzt wird Folgendes passieren. Nämlich, ich werde Woodframes craften. Ja. Das wird jetzt passieren. So 50 Stück erstmal. Warum ich 17 Leitern noch habe, weiß ich auch nicht so genau. Aber gut, das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Jetzt sehen wir erstmal die Flexstones, solange wir noch craftet. So. Also. Das hier wird quasi die Bodenhöhe. Also ich werde da jetzt nicht mehr irgendwie außenrum nochmal runtergraben oder irgend sowas oder was weiß ich was. Nee. Ist nicht. Wird nicht. Soll nicht. Innen drin. Woodframes rein. Holzboden sozusagen. So, ein Nest, das im Weg ist, muss weg. Jetzt kommen quasi die Woodframes erstmal rein, dann machen wir einen Holzboden, dann ziehen wir das Ganze hoch. Erstes Stockwerk, eine Raumhöhe von 4 Blöcken. Dann erstes Stockwerk, wir müssen dazwischen irgendwie eine Wand oder irgendwas stellen, das kriegen wir alles hin. Einfach um
gewisse Dinge wie Einstürze zu vermeiden. Weil wenn noch einmal so ein Sturz kommt, ich glaube, dann gebe ich frustriert auf. Also ein Einsturz, nicht so ein Sturz, sondern so ein Einsturz. Dann ist die Frustrationsgrenze erreicht. Und dann gehen mir die Woodframes aus. Komm, was soll der Geiz? Machen wir gleich 100. Und während die am Craften sind, was ja recht schnell geht, dann können wir auch gleich weiterbauen. Dann verstärken wir das gleich. Dann haben wir nämlich den Boden schon mal erledigt. Ich hoffe, mir reicht jetzt das Holz. Na, da haben wir noch tatsächlich einen vergessen, ha? Construction Tools Level 64. Insgesamt haben wir auch schon Level 79. So, also 1, 2, 3, 4. Also das hier, was da jetzt schon ist, ist quasi die Decke. So, wir machen da auch ein paar schöne Fenster rein, natürlich. Ja, 3, 4. So, das passt jetzt nicht so ganz. Läuft schon wieder. Läuft, läuft, läuft. 1, 2, 3, 4. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. So. Und schon hat es wieder ein Gesamtbild. Oh, nein, hat's nicht. Ei, 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 ei. Schnitzel, was machst du denn da? Was soll denn der Scheiß? Ha? Das ist doch total kacke, was du da treibst. So, jetzt schaut es wieder gut aus. So, da haben wir jetzt eins und das. Was denn? Schon wieder kein Flagstones mehr? Heieieiei. Also nochmal 100. So, dann nehmen wir mal einen kurzen Schluck im Real Life. Und dann bauen wir weiter. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich einigermaßen gleichmäßig halten. Ne? Wenn wir uns schon verbauen, dann verbauen wir uns gleichmäßig. Und deshalb machen wir hier die Fenster genauso rein wie da drüben auch. Dann auch einfach so. Das müssen wir langsamer bauen, ne? So. Und da unten noch ein. Gut. Dann haben wir das Erdgeschoss schon mal so weit erledigt, dass ich
gleich nochmal 100 Stück hinterher craft. Warum ich jetzt die Kohle und das ganze Zeug noch einstecken habe, das weiß ich auch nicht. So, wir haben jetzt hier, das wollen wir mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in der Länge. Und 1, 2, 3, Moment, das machen wir gleich anders, dass wir genau die Mitte schon mal haben. Das ist nämlich dann 1, 2, 3, 4 und da ist die 5. Das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Gut. Gut, gut. Dann machen wir jetzt hier Folgendes. Dann machen wir das folgendermaßen. Jetzt wenn wir hier zwei breit haben, das reicht eigentlich. Zeichne jetzt mal, ich versuche jetzt mal bloß mit Woodframes eine Kleinigkeit mal anzuzeichnen. Inwiefern ich das dann jetzt umsetzen kann gleich, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich muss das mir jetzt mit Woodframes mal ein bisschen markieren. Mal gucken, wie weit wir da jetzt dann passend vorwärts kommen. Genauso machen wir das. Genauso machen wir das. Das machen wir aber. Habe ich Clay einstecken? Ja, ich habe gewusst, ich habe was vergessen. Aber ich habe eine Schaufel und da draußen ist Clay. So ein bisschen noch. Ich erkläre euch gleich, was das werden soll. Beziehungsweise das mache ich in der nächsten Folge. Denn es ist wieder soweit, wir haben hier ein kleines Folgenpäuschen. Und deshalb sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.